Hey ho, meine Lieben, willkommen zu Risk of Rain 2. Heute gibt es endlich den versprochenen letzten Char, den aktuell letzten Char. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch weitere DLCs kommen. Ich hoffe es. Man kam jetzt gerade erst raus, aber ich hoffe mal einfach auf weitere. Der leeren Unhold. Den habe ich ja durch Simulacrum freigespielt. Also eigentlich durch Welle 50, aber ich habe ja dann noch ein bisschen Spaß hinten dran gehangen. Und ja, den wollte ich heute einfach mal anspielen. Wir gehen wie immer erstmal durch, was er so ist und was er kann. Der leeren Unhold ist ein korrumpierter Überlebender, der zwischen einer kontrollierten und einer korrumpierten Form mit jeweils unterschiedlichen Stärken und Schwächen fluktuiert. Die Bewältigung dieses Fluchs ist sein Schicksal. Die Verderbnis der Leere verzehrt einen mit der Zeit. Kümmere dich um deine Gesundheit und Verderbnis, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Heilung ändert den Fluss der Verderbnis in deinem Körper. Die Reichweite von Ertränken variiert stark zwischen deinen Formen. Sei darauf vorbereitet, die Lücke zu schließen, wenn du verderbt wirst, um dich zurückzuziehen, wenn deine Verderbnis nachlässt. Okay, es klingt schon mal bis hierhin sehr kompliziert. Fluten kann in deiner Grundform aufgeladen werden, um eine größere Wirkung zu erzielen. Nutze die Vorteile der sofortigen Explosion in deiner verderbten Form. Unterdrücken kann verwendet werden, um eine Zeit lang in deiner aktuellen Form zu bleiben. Achte auf Gegenstände, die das Potenzial dieses Schachzugs verändern. Okay. Wir gehen mal durch. Verderbnis der Leere. Bei voller Verderbnis wandeln sich deine Fähigkeiten in aggressivere Formen. Verderbnis, erhalte Verderbnis, indem du Schaden erleidest, kritische Treffer austeilst oder leere Gegenstände hältst. Verringert Korrumpierung durch Heilung. Okay, also wenn wir das gar nicht spielen wollen, einfach auf leere Gegenstände verzichten, das ist ja gar nicht so schwer. Schaden vermeiden kann man durch Schild. Obwohl, ich weiß nicht, ob die insgesamt die Trefferpunkte meinen oder nur die Lebenspunkte. Also wenn die insgesamt Trefferpunkte meinen, dann wird das schon etwas schwieriger. Und kritische, ja, man darf halt nicht auf Schwachstellen zielen. sowas wie die Brille des Linsenschleifers müsste man dann weglassen. Oder man versucht es halt vollkommen immer auf Verderbnis. Ertränken. Feuere einen verlangsamenden Langstreckenstrahl ab, der 300% Schaden verursacht. Verderbnis-Upgrade. Verwandle in einen Kurzstreckenstrahl mit 2000% Schaden um. Okay. Ertränken. Also entweder Langstrecke für 300% Schaden oder Kurzstrecke mit 2000% bei der anderen Form. Bei der Verderbnisform. Looten. Feuere eine Plasma-Rakete ab, die 600% Schaden verursacht, lade sie auf, um stattdessen mit einem explosiven Plasmaball 1100% Schaden zu verursachen. Wandle in einen, oder und dann das Verderbnis-Upgrade, wandle in eine Lichtbogenbombe mit doppeltem Radius, die 1100% Schaden verursacht, um. Okay, ja, mehr Radius oder hier? Und das ist nochmal etwas komplizierter. Man kann entweder eine Rakete abfeuern oder aufladen für einen Plasmaball und dann bei einem Verderbnis-Upgrade wird das zu einer Lichtbogenbombe. Also es sind schon mit einer Fähigkeit drei verschiedene Funktionen. Wobei, ja gut, das eine ist natürlich abhängig von der Form. Dann haben wir Eindringen. Verschwinde in die Leere und entferne alle Debuffs, während du dich in einem aufwärts gerichteten Bogen bewegst. Oder das Verderbnis-Upgrade, wandle in einen schnelleren, weiter nach vorn reichenden Bogen um. Unterdrücken. Verbrauche 25% Verderbnis, um dich selbst mit 25% deiner maximalen Gesundheit zu heilen. Verderbnis-Upgrade, verwandle 25% Gesundheit in 25% Verderbnis, damit wir wahrscheinlich dann in dieser Form auch länger bleiben können. Allerdings muss man dann darauf achten, dass man nicht stirbt dabei. Und das geht in Risk of Rain von jetzt auf gleich. Normalerweise tötet einen nichts langsam. Man stirbt immer von jetzt auf gleich. Also One-Hit. In letzter Zeit passiert das mir eigentlich nur noch. Also es gibt gar keine anderen Möglichkeiten mehr, dass ich sterbe. Skin Upgrade haben wir. Ansonsten von den Fähigkeiten bleibt es so. Ich meine, man hat ja auch schon genug Möglichkeiten, da was zu ändern. Gut. Wie immer gehe ich rein auf Gewitterregen, Survivors of the Void lasse ich an, die Erweiterung natürlich, sonst könnte ich ihn auch überhaupt nicht spielen, Artefakte lasse ich aus und dann gehe ich einfach mal rein und teste
die verschiedenen Fähigkeiten und hoffe, dass ich mal in beiden Versionen jeweils testen kann, was ja schon ein bisschen schwieriger sein dürfte. Ja, meine Maus hängt. Geht das wieder? Nö, irgendwie hängt meine Maus gerade so ein bisschen. Sauber ist sie. Die Matte eigentlich auch. Keine Ahnung. Okay, wir haben es mitten drin und wir haben eine andere Landekapsel. Drin ist die Anzeige. Das ist unser normaler Angriff. Der sorgt dafür, dass die Verderbnis... Ne, die Verderbnis steigt von selbst. Das war die Kugel, die ich abgefeuert habe. Kann natürlich auch die Rakete nochmal abfeuern. Ganz normal. Rakete, komm mal her. Da. Zack, das war die Rakete. Rakete nochmal gezeigt. Und da haben wir unsere erste Verwandlung. Die füllt sich über Zeit, bleibt dann. Das ist der normale Angriff. Das ist die Kugel, die Lichtbogenbombe. Die können wir nicht aufladen. Und man sieht, er haut schon richtig gut Schaden raus. Mit den normalen Angriffen. Dafür alles mehr so über kürzere Reichweiten. So, die Ausweichfähigkeit, also Control oder Steuerung. Wir steigen ein bisschen auf, hat man gesehen. Kann ich nochmal zeigen. Geht ein bisschen hoch. Das heißt, wenn man das im Sprung einsetzt oder so, dann wird es natürlich nochmal ein bisschen besser. Dann die R-Fähigkeit. Wir verbrauchen Korruption oder Korruption. Korruptiert weniger. Dafür heilen wir uns. Theoretisch. Ich habe jetzt natürlich keinen Schaden gehabt. Da ist nochmal die Bombe. Wir steigen nochmal ein bisschen auf. Nochmal eine Rakete abfeuern. Heil mich nochmal ein bisschen. Hatte ich Schaden? Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen die Spielweise aus. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, es ist genau in dem Moment losgegangen, als ich losgelassen habe. Ich habe die ganze Zeit drauf gedrückt, um das zu halten. Ich dachte mir, bei dieser schönen Gruppe hier, könnte ich nochmal zeigen, was das AOE so kann. Ja. Das war das AOE. Das heißt, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte. Ich verbrauche nochmal ein bisschen. Und verschwinde nochmal kurz. Also er ist mobil und schießt auf größere Reichweiten. Und er markiert immer so die Gegner. Bis zu zwei Stück, oder? Ist das über... Ne. So viele, wie man in der Zeit schafft. Wir gehen nochmal in die korrumpierte Form. Jetzt mit Steuerung weiche ich nach vorne aus. Und R kostet mich jetzt Leben. Dafür habe ich dann mehr Korruption. Mal schnell abhauen. Ein Stück. Ich kann das allerdings auch nur zweimal anwenden. Wie man unten rechts sieht bei R. Es ist zurückgesetzt. Und ich muss sagen, die Bewegung gefällt mir auch schon ziemlich gut. Also er schwebt die ganze Zeit. Das hat auch was. Aktivieren wir das hier. Holen mal Items. Bombe da. Nochmal drauf. Zack. Ja, ist denn keine Gegner da? Doch, hier. Und wir reißen den einfach in Stücke. Ich habe nur ein Item, das ist ein Ersatzmagazin. Normalerweise ohne Items und ohne alles sind die Charaktere sehr schwach gegen diese Steingolems am Anfang. Und der Typ hier in seiner verwandelten Form, in seiner korrumpierten Form. Aber es hat keine größeren Nachteile, muss ich sagen. Ich habe damit gerechnet, dass es irgendwelche Nachteile gibt. Gibt es zurzeit jedenfalls nicht, soweit ich das sehe. Ich hatte gedacht, der verliert dann irgendwie kontinuierlich LP oder so, aber nö, gar nicht. Der ist einfach nur ein bisschen anders zu spielen. Wenn ich das in der Luft anwende, ihr habt es gerade gesehen,
Ja, die Reichweite ist halt sehr gering. Man sieht es. Ich muss sehr nah rangehen. Ich das in der Luft anwende, kann ich übrigens Steuerung zweimal nutzen, denn die andere Fähigkeit in dieser Form, die ich jetzt habe, hat keine Ablenkzeit. Worauf man natürlich achten muss. Wenn man gerade die Reichweite braucht oder wenn man gerade in einem Kampf gegen den Boss ist, muss man sich entweder verstecken oder man muss so spielen, dass man ja, also einfach darauf achtet, was für eine Form man gerade hat oder wann die andere Form gleich Gestalt annimmt. Kurz ausgewichen, oh oh. Gut, dass ich mich heilen kann. Ja, mal die Elite kurz. Das ist gerade ein kleines Problem. Oder ein größeres Problem vielleicht sogar. Heil mich nochmal. Ich will die Korruption eigentlich mal auslösen. Und dem mal ein bisschen Schaden reindrücken. Kann ich die ja auch gerade mal grillen, aber man sieht schon, ich habe gleich ein kleines Problem. Ich muss schnell zurück in meine andere Form, damit ich mich heilen kann. Also so ein bisschen Rückzug ist unabdingbar, gerade für mich. Ich habe natürlich den Schaden gehabt gerade und man hat gesehen, ich habe dem richtig gut Schaden verursacht. Ey, da hat sich einfach hochgeheilt. Frechheit. Ich heile mich auch noch hoch. Was hält davon? Die Rakete hat gerade auch AOE-Schaden verursacht. Hat man gesehen. Ich mach mich nochmal ab. Heil mich nochmal ein bisschen. Und spring den einfach mal mit der Rakete, mit der Bombe ins Gesicht. Und dann kurz mal alles wegbrutzeln hier. Kann, ohne dabei drauf zu gehen. Gut. Keine besonders schönen Items bekommen, aber die erste Ebene geschafft. Na, die Bewegungsfähigkeit von ihm ist jetzt auch nicht ganz so stark, denn es funktioniert nur nach oben. So ein kleiner Bogen hat man ja gesehen. Oder in der Beschreibung schon ausgelesen. Eine Heildrohne kann bei ihm, glaube ich, ganz stark sein. Denn, ja, er kann sich unangreifbar machen, aber er ist nicht der Schnellste. Und er hat auch sonst keine Bewegungsfähigkeiten. Ach komm, ich habe heute so ein Pech, Leute. Das ist ja unfassbar. Das kann ich nicht mehr machen. Kann ich dadurch natürlich auch rauszögern, bis ich es irgendwann gebrauchen kann. Ich nehme jetzt noch eine Ausrüstung mit und dann gehe ich ins nächste Level. Perfekt. Das Beste, was es gibt. Das restliche bisschen stecke ich in der P. Das restliche bisschen Geld. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Sprecher heute. Ich weiß, viele machen das nicht. Die schalten dann aus. Hätte ich zu Genüge, schon zu Genüge mitbekommen. Okay. Wenig Gegner gerade. Die sind auch noch unten. Ach ne, da ist einer. Hey du, komm mal stehen. Eins. Das bis dahin? Wunderbar.
Eigentlich kann ich mich korrumpieren lassen, allerdings brauche ich es gerade nicht. Die Reichweite ist gerade entscheidender. Ich brauche gerade den Schaden nicht. Also es ist eine Klasse, wo man ein bisschen besser darauf achten muss, dass man sich... Ja, wann man sich verwandelt, sage ich mal. Wann man Dr. Jekyll und wann man Hyde ist. Haben wir hier ein bisschen Schild. Schild ist gut. Drei Schuss, so ein Gegner ist auch gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Hey, what? Hey! Das Viecher. Einfach mal ein Nahkampf dann halt. Ja, ich hätte mich jetzt für den... Natürlich mit Vulkanei hätte ich mich heranschleichen können, verwandeln können, also die Korruption einfach mal mich umwandeln lassen können und dann richtig Schaden verursachen. Aber es hat auch mit dem gereicht. Das ist ja das, was ich gerade testen will. Wie ist es in der Standardform? Denn die hat man allgemein, würde ich mal sagen, ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob es irgendwie möglich ist, die andere Form aufrechtzuerhalten. Aber zum Beispiel hier gerade beim Luftkampf ist es besser. Ich überhalte, der andere Angriff ist zwar schneller, dafür ist die Reichweite nicht ganz so groß. Und deswegen behalte ich erstmal diese Form bei. Ach, das ist gar kein Gegner. Einfach auf irgendwas schießen, was da hinten in der Landschaft rumfliegt. Ja, wo ist hier der Boss? Boss? Mal schauen. Ich kenne dieses Gebiet hier auch noch nicht besonders gut. Ich hatte das nur im Simulacrum gespielt. An sich war ich hier noch nicht drin. Das ist schade. Dann nehme ich Bomben. Stun habe ich schon. Oh, der macht einen Abgang, okay. Habe ich in der Luft getroffen. Was ich jetzt daran zum Beispiel machen kann, das sieht so aus, als würde ich daran etwas machen können. Ich glaube, das kann ich gar nicht. Da hinten sind noch Items. Ich schau mal hier oben nach. Wie hoch komme ich damit? Nicht hoch genug. Zum Nachschauen, ja. Um tatsächlich hoch zu kommen, reicht es nicht. Da bräuchte ich zum Beispiel die Wachswachtel. Dann könnte ich relativ hoch kommen. Mit zuerst dem Sprung und dann der Ausweichfähigkeit. Okay, ich verwandle mich. Gleich, weil ich kann. Wow, schön ein Salto gedreht. Und diese komische Ratte da zerlegt. Und dafür habe ich jetzt auch die Haltrunde dabei. Ein bisschen Blutung ist für ihn gar nicht schlecht. Also in der verwandelten Form. Ausrüstungsdrohne, das bringt mir gerade gar nichts. Das hatte ich eben mit dem Breonen-Akkumulator. Ich hatte schon mal davor eine Runde gespielt, also nicht mit ihm. Sondern einfach, um heute ein bisschen reinzukommen. Die Chars, die neu sind, spiele ich immer zuerst in der Aufnahme. Sofern die Aufnahme funktioniert natürlich. Wenn die einen Fehler hat, dann habe ich sie theoretisch schon mal gespielt. Zwar in der Aufnahme, aber die habt ihr dann nicht gesehen. Das ist mir, glaube ich, bisher aber nur einmal passiert. Irgendwie, ich habe die ganzen gelben Punkte jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo der Boss ist. Muss nochmal ein bisschen... Oh, man kann beide Waffen gleichzeitig abfeuern. Habe ich gerade gemerkt. Ja, klar. Irgendwie
Linke Hand, rechte Hand. Das kriegt er schon hin. Banner, ich glaube, ich gehe auf Angriffsgeschwindigkeit. Mit ihm ist Angriffsgeschwindigkeit. Ach, da ist es ja. Ich glaube, blind bin ich auch noch. Kurz mal wieder warten damit. Und jetzt will ich mir den Boss aufheben, die Korruption. Das heißt, wenn ich jetzt dran gehe, müsste das eigentlich noch reichen, oder? Muss ich noch einmal verzögern? Ja, ich glaube, ich verzögere nochmal. Ich mache jetzt nochmal die Elite hier weg. Da kommt. Oh. Und den nächsten Gegner spawnen. Oh nein. Oh, jetzt habe ich ausgerechnet. Oh, hi. Cool. Mit dir habe ich ja gerade gar nicht gerechnet. Okay, Feuer frei! Komm schon! Komm schon! Oh. Oh. Kampf auf Leben und Tod. Puh. Ich muss jetzt natürlich auch immer erstmal warten, bis ich 25% wieder habe. Der kann nur 25% eintauschen. Da gibt es keinen, kein Rabatt und so. Und da mich die Drohne heilt, nimmt die Korruption weniger schnell zu. Denn Heilung verzögert das. Darauf sollte man auch achten. Aber ob die Drohne mich jetzt heilt oder ich meine eigene Heilung einsetze, ist da eigentlich relativ egal. Gut. Die letzten noch wegschießen. Es funktioniert schon mal besser als mit der Railgunnerin. Allerdings habe ich natürlich auch gerade ein bisschen Glück, muss man sagen. Muss man schon mal zugeben. Ja, also die Sachen, die ich da so tue, sind natürlich schon geplant. Aber auch das basiert gerade ziemlich auf Glück. Also ich kann ja planen, so viel ich will. Wenn es dann nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Wir gehen jetzt rüber. 33% hatte ich. Ich glaube, das wird zurückgesetzt. Hatte ich eben beim ersten. Ja. Im ersten Wechsel gesehen. Und da haben wir auch schon zwei der drei neuen Welten. Also eben. Das Gebiet und jetzt. Oh, das ist eine leere Zone, ne? Und das sind leere Gegner. Oh, Moment. Ich halte mich gerade mal lieber. Leere Gegner, okay. Was ist. Was genau passiert da? Ist das diese Glocke? Muss ich damit irgendwas machen? Ich hole mir gerade meine Regenerationszone. Wenn ich hier drinne stehe, dann fühlt sich die Korruption auch etwas langsamer auf. Wow, hier sind aber eine ganze Menge. Sie geht sogar rückwärts, oder? Also wenn die Heiltrone mich zusätzlich heilt, beziehungsweise wenn ich gerade viel Heilung bekomme, dann geht es sogar ein Stück rückwärts. Ich weiß nicht, was ich da gerade auf mir hatte, aber es gefällt mir nicht. Ich bin tot. Wow. Boah, also dieser leere Wich, dieser höhere Wich mit der leere Kraft, der ist ja übel. Der ist ja richtig stark. Hat er sich auch geheilt? Das sah gerade so aus. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, weil ich zwischenzeitlich mit anderen Gegnern beschäftigt war. Ich muss sagen, leere Unhold. Man muss einiges lernen, aber so kompliziert ist er gar nicht. Also eindringen, wie gesagt. Kann ich ja hier zeigen. Eindringen. Entweder man geht aufwärts in der normalen Form, sage ich jetzt mal, obwohl, ja,
Und in der instabilen Form geht er dann vorwärts. Verderbnis der Leere ist einmal, Ertränken ist einmal ein Langstreckenstrahl und einmal ein Kurzstreckenstrahl, der aber unglaublich viel mehr Schaden verursacht. Und absoluter Bosskiller ist, hat man ja eben gesehen. Guten, ja. Plasma-Rakete, ziemlich gut, kann man mal schnell nebenbei abfeuern oder aufladen und nebenbei so ein Plasma-Ball. Hat ein bisschen größere Reichweite. Einfacher ist es sogar in der Verderbnisform, in der instabilen Form. Der Schaden ist direkt bei 1100. Der Radius ist größer. Eindringen, wie gesagt, unterdrücken. Sehr wichtige Fähigkeit, also wirklich sehr wichtige Fähigkeit. Entweder kann man kurz rauszögern, dass man sich zurückverwandelt, in die normale Form zurückgeht. Oder man kann sich einfach heilen. Und 25% heilen. Immer mal wieder. Man hat jetzt gesehen, er hat nicht besonders viel Ausweichfähigkeit, theoretisch. Ich habe jetzt am Ende auch nicht mehr allzu viel verwendet. Ich habe mich schlecht positioniert, ganz klar. Aber es ist ja auch erstmal nur ein Zeigen der Fähigkeiten und des Charakters. Um da ein bisschen besser zu spielen, muss ich mich selbst nochmal mit ihm beschäftigen. Ich glaube, der könnte mir gefallen. Ich habe ja so ein, zwei Lieblingschars. Beziehungsweise, ja, Jägerin, Ingenieur und Feuerwerkerin eigentlich. Würde ich auch noch dazu zählen. Dann so ein paar in der zweiten Reihe. Da würde ich ihn auf jeden Fall jetzt schon dazu zählen. Und der Rest kommt eben danach. Ja, das war es mit der Vorstellung für den leeren Unhold. Falls es euch gefallen hat, Like, Abo, Kommentar, lasst auch mal was davon da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.